Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Live-Session von Cybert Media. Ich habe heute den Jörg hier. Hallo Jörg. Hallo Martin. Wir sprechen über Google Business View. Ja. Wie kriege ich das, was Google Street View hat, in mein Unternehmen rein? Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zu Google Business View. Was mache ich damit? Warum nutzen Unternehmen das? Das ist im Prinzip eigentlich das ist eine tolle Sache, um sein eigenes Unternehmen dementsprechend noch mehr zu öffnen. Das heißt, um meine Kunden heranzuholen, um mich zu zeigen, um mich zu präsentieren. Das heißt, das tolle Unternehmen, was ich habe, mein Business dementsprechend über die Google-Suche noch effektiver finden lassen zu können. Weil ich denke mir, in der heutigen Zeit ist es wichtig, wenn man was sucht über das Netz, wo ist das Unternehmen, wann ist das offen, wie komme ich hin, wer ist Ansprechpartner, wen kann ich erreichen. Also relativ Vertrauen gewinnen. Ja? Ja, genau. Ich kann da reingehen, ja. Kann mir das Porzellan, das sie anbieten oder die Waren in ihrem Geschäft halt schon mal angucken, kann gucken, ob das gut sortiert ist. Ja. Ob die Leute freundlich sind, kann man nicht sehen, ja? Weil die müssten verpixelt werden. Ja? Also Gesichter kann man nicht sehen. Ja. Aber wir können ja gleich mal schauen, wie wir das gelöst haben mit den Mitarbeitern und den Personen, die nicht abgebildet werden dürfen. Ja. Ich glaube auch, also wenn man ein Ladengeschäft in der Innenstadt hat, da ist das quasi schon fast ein Muss, dass man da irgendwie auftritt, weil das Ausstellen, sich darstellen ja einfach integraler Bestandteil eines Ladengeschäfts ist. Und das ist ja vermutlich auch relativ einfach, das mal dann zur Verfügung zu stellen, damit du darin ein Foto schießen kannst. Mhm. Ich habe ja auch mal aufgemacht, da braucht man tatsächlich nicht viel Angst vor zu haben. Ich glaube, die meiste Zeit haben wir damit verbracht, dass wir unser Büro aufgeräumt haben. Und dann kam der Jörg vorbei und hatte hier seine Fischaugenkamera dabei und hat dann rund um die Uhr, wollte ich gerade sagen, also einmal rundherum Fotos geschossen. Und dann haben wir diese 360-Grad-Bilder bekommen. Das sieht dann am Ende so aus, dass ich bei Google jetzt hier nach Cybert Media suchen kann. Da kommt hier dieser Eintrag. Mhm. Die Fotos haben wir selber hochgeladen und hier gibt es diesen Knopf auf, von innen ansehen. Und dann kommt man in unser Büro rein und hier sind auch schon diese Mitarbeiter, die, von denen wir vorhin gesprochen haben, die hier gerade ein Meeting abhalten und denen haben wir so Papiertüten auf den Kopf gesetzt und ich glaube, hier waren irgendwo auch noch welche, die einen Stand-up halten. Jedenfalls durften die halt mit Gesichtern nicht gezeigt werden. Und dann kann man sich hier durch unser Büro durchklicken. Also aus meiner Sicht ist es insbesondere für Bewerber interessant, aber wir haben super viel cooles Feedback bekommen von Kunden und auch von zum Beispiel in Australien sitzt einer unserer größten Lieferanten, Atlassian Software, die fanden das super, haben das total rumgezeigt, dann wurde ich später von anderen noch angesagt. Ja. Also es ist wirklich schon sehr viral wird intensiv von den Leuten dann auch genutzt, habe ich zumindest den Eindruck, wenn man das anbietet. Das hast du ja bei uns jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Ja? Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, für die du das schon gemacht hast. Es gibt hier deine Website, foto-harlisch.de, wo du dein Portfolio darstellst. Du kannst hier mal ein bisschen durchklicken. Ja. Und du kannst mal ein bisschen was erzählen, wer das so gewesen ist, was die gemacht haben. Ja, das ist eigentlich querbeet. Das fängt an über ein Blumengeschäft. Der war total begeistert, dass es so eine Möglichkeit gibt, weil er hat einen super tollen Laden. Der lohnt sich auf jeden Fall. Der ist nett, freundlich und hat da das Ding auch sehr professionell hergerichtet. Mhm. Dann haben wir hier einen Weinladen. Weinhändler, Vinikus, dann haben wir ein Restaurant in Thailänder, in der Innenstadt Zahnärzte, Fliesenfachhändler, Cybert Media, so ein Zufall, ja. Haben wir gerade eben schon gesehen, genau, Arztpraxen, Baugesellschaft, Augenoptiker. Ah ja, und es geht 7 Seiten weiter, ich will noch mehr sehen. Ja. Augenoptiker, Aufnahmestudio, das ist ein Café Latte, gibt es hier in Wiesbaden und in Dresden. Tierarztpraxis. Küchenstudio. Apotheken. Bulltaub. David Sportforum. Also wirklich querbeet. Ja. Schlotter. Oh, das ist ein Kunde von uns. Yeah. Ein gemeinsamer Kunde von uns. Ja, ein Gartenhändler. Yeah. Großartig in Niedstein. Okay, also bei den Branchen hast du quasi schon alles gesehen. Mhm. Was ist denn ein besonders schönes oder irgendwas, was du jetzt gerade eben gesehen hast? Wo soll ich nochmal draufdrücken, damit wir jemand anderen noch sehen? Was Schönes. Die Schnelle. Ansonsten drücke ich irgendwo drauf. Ja, mach. Ja, okay, also dann will ich zu unserem Kunden Schlotter gehen. Ja, genau. Das ist auch ein tolles Unternehmen. Was man hier jetzt schon mal sieht, ist, ich kann das auch auf einer Website einbinden. Das ist jetzt deine Website und nicht die Google-Website. Ja. Und hier kann ich jetzt mich auch in dem Laden von dem Schlotter bewegen. Genau. Kann ich hier vermutlich das auch noch groß machen. Ja. Also in dem Google Business View Paket ist im Prinzip einmal dieser virtuelle Rundgang drin enthalten. Das heißt, diese Begehung dieses Unternehmens.
Dann sind da sogenannte POI-Bilder, das heißt, da werden Öffnungszeiten, Bezahlungsmöglichkeiten, Blick von draußen, besondere Leistungen von dem Unternehmen mal fotografiert. Und beinhaltet auch dann die Nutzungsrechte für den Kunden. Das heißt, er kann diese Bilder, diesen Rundgang auf seiner Homepage mit einsetzen und nutzen. Und da stellst du dann die Rohmaterialien zur Verfügung? Ja. Oh, oh. Er bekommt die fertigen Bilder fix und fertig und er kann damit, ich sag's immer so schön, tun und lassen, was er will. Er kann damit Werbung machen, er kann Flyer damit machen, er kann Anzeigen damit schalten, kann alles. Ja. So, und das ist eigentlich eine tolle Geschichte, wenn ich gerade so mal so ein Unternehmen habe, habe ich hier eine Firma, ein Unternehmen in Wiesbaden. Die haben Veranstaltungsräume. Das ist ein neues Gebäude, die Hessenchemie. Die hatten da auch da die Idee, sagen, wie kann ich eigentlich so die Veranstaltungsräume vermarkten? Und dann kam man auf den Gedanken, man kann den Rundgang sich einstellen, wie man das gerne möchte. Mhm. Wenn der Kunde fragt, Mensch, wie sieht das da aus? Wie viel Platz habe ich da? Dann kann man diesen Rundgang sich so positionieren. Kann dann diesen Kurzlink sich generieren, schickt den dann per Mail an den entsprechenden Kunden zurück und er klickt auf diesen Link in der Mail und landet genau auf diesen eingestellten Punkt. Ja, wollte ich auch gerne nochmal zeigen. Also das heißt, ich kann jetzt sagen, genau diese Einstellung mit dem Krümelmonster, dass da gerade die Cookies ist, will ich gerne zeigen. Nehme hier oben die URL und schicke die weiter. Das haben wir auch tatsächlich gemacht, zum Beispiel, um direkt bei unserem Eingang zu landen. Ich das mal kurz hier ein, /Google/Maps Inside heißt das. Wenn ich das eingebe, ist das ein Kurzlink und der führt genau an die Stelle, wo man sozusagen bei uns ins Büro reinkommt, weil das jetzt den Kollegen wichtig war, dass man dann sozusagen das gleiche Erlebnis hat wie Kunden, die bei uns ins Büro reinkommen über den Eingangsbereich. Deeplink-fähig. In eine Website kann ich es integrieren. Das ist ein richtiger Web-Resident sozusagen. Wie ein Bild, wie ein Video, das ich einbinden kann und das mein Marketing unterstützt. Wir haben ja auch sehr viele Sachen jetzt da eingebaut. So Easter Eggs haben wir die genannt. Also wo man sozusagen auf der Seite selbst sehen konnte. Also wenn man da so rund läuft, gibt es zum Beispiel so QR-Codes, die man scannen kann. Wir haben Stellenanzeigen untergebracht. Wir haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, irgendwelche Umfragen auszufüllen oder halt einfach Sachen, von denen wir dachten, die sind vielleicht ganz lustig. Das fand ich noch ganz nett. Kosten. Ja, immer ein ganz wichtiges Thema. Ist aber eigentlich gar nicht so von den Kosten her. Hast du komplett transparent gemacht auch, ja? Also kann ich auf deine Website gehen, kann hier auf Pricing drücken und dann sehen wir, fängt bei 265 Euro an. Ja. Das ist schon für einen kleinen Blumenladen, der jetzt, fällt mir gerade ein, in der Innenstadt in Wiesbaden ist. Wie gesagt, zwischen den entsprechenden 3 bis 5 Panoramapunkte haben wir ein relativ kleines. Panoramastandpunkte sind genau, also das ist ja eigentlich schon selbsterklärend, ich habe so einen Punkt und da drehst du dich einmal um deine Achse und wenn mein Laden so klein ist, dass dieser eine Punkt reicht, dann habe ich quasi einen Standpunkt und bin in diesem Basic-Paket sozusagen. Genau. Ja? Könnte auch 5 haben, würde ich ja immer noch einpassen. Ja, und wie gesagt, man sieht es ja hier drauf, wie gesagt, die Standpunkte unterscheiden sich einfach von der Anzahl her. Mhm. Ansonsten alle Leistungen identisch, das heißt die POI-Bilder, die Verarbeitung, das Einbinden. Das heißt, der Kunde hat, er beauftragt mich von der Erstellung dieses Rundganges bis Online-Stellen alles fix und fertig. Ja, und das hat auch tatsächlich so funktioniert. Also kann ich nur sagen, wir haben uns am Anfang auf einen Preis geeinigt. Mhm. Der Jörg hat diesen Preis abgerechnet, hat alle Rohdaten angeliefert, kam sogar noch mal extra vorbei, hat uns das gezeigt. Mhm. Das fand ich super, war eine sehr individuelle Betreuung. Vielen Dank dafür, kann ich nur weiterempfehlen. Und es ist ja auch ein Grund für dieses Video. Mhm. Jetzt haben wir uns am Anfang total lange gefragt, warum machen wir das eigentlich? Brauchen wir das? Machen wir damit Umsatz? Kommt jetzt der nächste Großkonzern aus dem DAX zu uns, weil wir einen Google Business View Eintrag haben? Und die eindeutige Antwort ist, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass wir unheimlich viel sehr positives und intensives und teilweise auch nicht gefragtes Feedback dazu bekommen haben. Also Freunde haben mich darauf angesprochen, ich habe mich da mal in euren Büro umgeschaut. Ja? Hä? Ja, das habt ihr doch jetzt bei Google da auch. Die NSA kennt es jetzt auch schon. Und also was ich halt festgestellt habe, ist, die Leute beschäftigen sich einfach damit. Und teilweise wurde ich sogar von Geschäftspartnern auf Messen angesprochen, die sagten, ich habe gehört, ihr habt das, kannst du nicht mal einen Link schicken. Insofern, nein, ich kann keinen einzigen Auftrag, den wir bekommen haben, genau darauf zurückführen, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja. Aber ja, ich bin schon von ganz vielen Leuten angesprochen worden,
dass sie sich damit beschäftigt haben. Und das ist halt ein Teil von Marketing, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Als die Google-Gründer 2001 mal gefragt wurden, sag mal, habt ihr Lust, irgendwann mal Geld zu verdienen? Dann sagten die, you know what? Money follows the eyeballs. Und Google hatte halt damals schon ganz viele Augen auf sich gerichtet. Und wenn ich heute Marketing mache, dann frage ich mich auch, wie viel Aufmerksamkeit kriege ich dadurch? Und das ist auf jeden Fall momentan und vermutlich auch in Zukunft etwas, was aus meiner Sicht viel Aufmerksamkeit stiften kann. Selbst wenn vielleicht jetzt in 2 Jahren, wenn Sie das Video schauen, das nicht mehr das Allerneueste ist, das zu machen, ist es immer noch was, was für Ihr Geschäft, für Ihren Standort nachhaltig wirkt, weil ich das einmal aufnehme, dem Jörg einmal diesen Betrag in die Hand drücke und anschließend das immer bei Google verfügbar ist. Man kann das aber auch aktualisieren. Ja, wollte gerade sagen, wollte man ausholen. Also wenn jetzt da aus irgendwelchen Gründen sich was geändert hat, man hat da so neue Einrichtungsgegenstände, neue Kollektion hingestellt, wie auch immer, kurz mir Bescheid geben, dann wird das abgedatet und dann wird das neu fotografiert, online gestellt, neu laden da. Mhm. Also geht relativ zügig. Von der Bearbeitungszeit her, bei euch war es jetzt relativ groß von der Fläche her. Ansonsten, ich sag mal, wenn man jetzt so 10 Panoramen... Wobei du schon verdammt schnell bist auch, ne? Also, ja, okay, ja. Aber ich sag mal so, mal so einen Durchschnitt zu haben. Also für ein normales Geschäft brauche ich ungefähr eine Stunde vor Ort. Mhm. Und natürlich die Nacharbeit ist natürlich einiges, was dann eben die Punkte zusammenzustellen. Wir haben jetzt 1200 Quadratmeter, wie lange hast du dafür was gebraucht? Das waren bei euch, lass mich lügen, irgendwas so 3,5-4 Stunden waren wir schon vor Ort. Ja. Aber gut, gesagt, und wir haben dann auch noch alle möglichen Sachen aufgebaut. Genau, ja, und hatten irgendwie eine Choreografie uns überlegt. Klar. Aber wie gesagt, das hat Spaß gemacht und das war eine gute Unterstützung von eurer Seite her. Das passte alles wunderbar. Aber eben einfach von dem Aufwand her, das wird also so gemacht, dass es von dem Kunden her, von den Zeiten her passt, weil ihr sagt, Mensch, Wochenende wäre eigentlich am liebsten, weil da ist nicht viel los und wie gesagt, ich habe da keine Probleme damit. Das heißt, ich richte mich nach dem Unternehmen her, wie es von den Zeiten her passt. Was machen die meisten denn so? Früh morgens, spät abends oder auch am Wochenende? Nein, eigentlich meistens so früh morgens. Ja, okay. Ja, also so, wenn das Geschäft aufmacht, dann... Ja, ja, das ist nicht so viel los und dann geht das noch. Ja, okay. Preise haben wir. Dauer, bei uns war es eigentlich so, du hast die meiste Zeit auf uns gewartet. Ja? Also wir waren so der limitierende Faktor. Insofern, wenn Sie so ein Projekt planen, dann sprechen Sie mehr mit sich selbst als mit dem Jörg. Aber so Durchlaufzeit, 1-2 Wochen, ist vermutlich realistisch, oder? Ja. Du bist noch viel schneller. Okay. Das ist, also ich wollte jetzt nicht zu viel versprechen. Bei uns waren es tatsächlich eher auch 72 Stunden, würde ich sagen, die du gebraucht hast, von sozusagen Schießen bis online sein. Aber nein, okay, es geht also schnell. Ja. Also es ist relativ zügig, es ist keine unendliche Zeit, sondern man hat ein gewisses Zeitfenster und dann passt es eigentlich schon. Aber ich sage im meisten so 5 Werktage, dann ist es online. Ja. In Wiesbaden gibt es dich und dich, hatten wir schon, um das zu machen. Insofern, wenn Sie aus Wiesbaden oder in der Umgebung kommen, aus dem Rhein-Main-Gebiet, dann sprechen Sie mal mit dem Jörg Halisch, foto-halisch.de. Vielleicht einfach selber mal auf der Website durchklicken und sich die Beispiele von Jörg anschauen. Ansonsten und vielleicht einfach noch so zur Nutzung hier, nicht nur mit dem normalen PC funktioniert, sondern auch, wie gesagt, Smartphone, Tablet, ganz wichtig, iPhone, egal ob Android oder eben iPhone, völlig unabhängig, einfach in Google Maps eintragen, funktioniert tadellos. Und zwar sowohl in der App als auch in dem Browser. Ne? Also das heißt, ich kann das auch, ob ich jetzt so einen Browser auf meinem Smartphone habe oder die App installiert, kann ich es auch beides ansehen. Und ein nettes Gimmick mit dabei, wenn man dieses Smartphone vor sich hält, hat man links unten ein kleines Kompass-Symbol. Mhm. Das klicke ich einfach an und dann kann ich das Smartphone nehmen und drehen und das wandert eben mit. Ah, okay. Das heißt, weil ein Kompass, das ist ja ausgenordet nach der Himmelsrichtung. Und dann habe ich im Prinzip diesen visuellen Effekt nochmal. Ja, so. Kann ich mich so quasi richtig umschauen. Ja. Also nicht total, schlecht. Total spannend. Und coole Technologie. Mhm. Gibt es auch, glaube ich, gar keine Alternative außer dem, was Google da momentan macht. Nein. Ja? Also definitiv nein. Ja. Verdient Google da jetzt mit was dran oder sind das Gebühren für dich? Nein, also Google hat da gar nichts, wie gesagt, weil der Google Plus-Eintrag als solches ist ja kostenfrei für jeden. Die stellen diese Technologie kostenfrei zur Verfügung und du musst halt deinen Aufwand damit finanzieren. Das ist im Prinzip das, was ich da an Aufwand habe, ist das der Obolus dafür. Und es fallen keine Fall- oder laufenden Kosten mehr an. Das heißt, einmalig dieser Betrag, Ende, das war's. Ja. So, gut. Und das, wie gesagt, Promotion, ich muss es natürlich kommunizieren, muss natürlich auch damit arbeiten. Und ich denke, in der heutigen Zeit eben über die Medien ist das überhaupt gar kein Problem.
Erreichen kann ich dich über deine Website, über eine Telefonnummer. Gerne. Hier steht sogar deine Handynummer. Ja, jederzeit. Und ja, dann sprecht einfach mal mit dem Jörg. Würde mich freuen. Alles klar. Super. Coole Sache. Dankeschön. Danke. Danke auch.